Die Gemeinde Ganderkesee steht Kopf. Sie alle haben ein Ziel, die Begrüßung einer bestimmten Person. Sie alle warten auf... Auf Sandra Auffahrt. Das wussten Sie doch, ne? Ja, das wussten wir. Die Olympiasiegerin holte Gold und Bronze in London im Vielseitigkeitsreiten. Und das macht die wartenden Bürger und Bürgerinnen unglaublich stolz. Super, also total stolz. Echt, das ist, hat man nicht alle Tage. Und dann aus Ganderkesee und dann noch eine Freundin, das ist schon echt Wahnsinn. Sandra kennen wir von Kindheit an. Die hat alle Stationen so durchgemacht und mit dem Ponyreiten angefangen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf. Ja, das ist doch toll. Sowas erlebt man ja vielleicht nur einmal im Leben. Und man möchte dabei sein. Und ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Und auf eine Olympiasiegerin wartet man gerne. Auch der Ministerpräsident David McAllister steht unter den Wartenden. Für ihn ist die Spitzensportlerin eine Bereicherung für Niedersachsen. So wie ganz Deutschland freuen wir uns in Niedersachsen ganz besonders, dass wir mit Sandra Auffahrt eben eine Medaillengewinnerin haben, die bei uns aus Niedersachsen kommt. Und eine Goldmedaille und eine Bronzemedaille, das ist ein toller Erfolg. Und voraussichtlich ist Sandra Auffahrt damit die erfolgreichste Athletin aus Niedersachsen bei diesen Olympischen Spielen. Und dann mit Pauken und Trompeten trifft sie endlich ein. Mit einer vierspännigen Kutsche wird sie zum Rathaus vorgefahren und von Bürgermeisterin und Ministerpräsident persönlich begrüßt. Nach einem kleinen Gang durch die Menge überreicht ihr der Ministerpräsident im Rathaus ein Porzellanpferdchen. Und dann gibt es wieder jede Menge Glückwünsche. Kein Wunder, der ganze Ort verfolgte ihren Sieg. Also im Ort Ganderkesee, wir sind ja eine Flächengemeinde, eine große Gemeinde im Ort Ganderkesee, doch sehr intensiv, es sprachen viele drüber. Aber in Bergedorf, in dem Ort, in dem Dorf, wo sie wohnt, in einer riesig großen Begeisterung mit ganz vielen Menschen, die zusammengefunden haben, die zusammen geguckt haben, die Daumen gedrückt haben, zusammen gefeiert haben, mitgefiebert haben. Das war schon ein ganz großer Zusammenhalt und eine ganz große Begeisterung. Stets an ihrer Seite, auch in England, war ihre Familie. Die Mutter ist sich sicher, das war nicht der letzte Sieg. Ja, sie ist schon eine starke Reiterin. Ich denke, sie wird sich noch andere Pferde auch ausbilden können. Und ich hoffe, dass das Glück dann mitläuft und dass sie auch noch mehr Erfolg haben wird. Wer weiß, vielleicht kommt 2016 in Rio noch eine Medaille dazu.